Weihnachtsbaum bricht die Spitze ab. Massenmord an Tieren oder wichtiges Stelldichein von Entscheidern? Da gehen die Meinungen weit auseinander. Heute hat Ministerpräsident Volker Bouffier auf eine Gesellschaftsjagd eingeladen. Gut 40 auserwählte Gäste kamen zusammen und gingen gemeinsam auf Jagd. Die Jagd ist eine der ältesten menschlichen Aktivitäten überhaupt, aber umstrittener denn je. Erst gemeinsam zur Jagd und anschließend fürstlich speisen. Der Landeschef hat eingeladen und sie sind zur Jagd gekommen. Klingt nach Feudalherrschaft, ist aber heute passiert. Gesellschaftsjagd am Morgen im Forst von Groß-Gerau. Nettes Gemeinschaftsevent für die einen, blutige Mordveranstaltung aus Sicht der anderen. Auch die grüne Jugend regt sich über die Veranstaltung auf, zu der auch die grüne Umweltministerin mit eingeladen hat. Solche elitären Veranstaltungen sind halt eher schon ein bisschen in der Vergangenheit liegend und heute auch einfach nicht zeitgemäß mehr. Das braucht es heute nicht mehr. Man kann sich auf vielfältige andere Weise vernetzen, wenn das denn notwendig ist. Die gut 40 handverlesenen Jäger sind alle auf Einladung der hessischen Landesregierung gekommen. Walter Arnold sitzt für die CDU im Landtag und jagt seit 35 Jahren. Für ihn ist die Jagd angewandter Naturschutz. Dass früher der Adel auf Jagd ging und heute der Ministerpräsident einlädt, für ihn kein Problem. Und für mich als Abgeordneter ist es zum Beispiel eine riesige Möglichkeit, guten Morgen. Sehen Sie ruhig weiter. Ist es eine riesige Möglichkeit, mal mit vielen Menschen ins Gespräch zu kommen? Ein Jagdgegner ist an der Polizei vorbeigekommen, mischt sich ein und vergleicht die Jäger mit Massenmördern. So eine Treibjagd, das ist nichts anderes wie die IS. Das ist das, was die IS macht. Wie die was? IS. Wie die IS. Also ich meine, da sind Treiber, die treiben, die scheuchen die wehrlosen armen Tiere auf mit Hunden, mit Lärm. Und sie stehen auf der Lichtung, knallen wahrscheinlich mit Schrot drauf. Jedes dritte Tier wird angeschossen. Wissen Sie, was Sie dort erzählen, zeigt mir, dass Sie von der Jagd keine Ahnung haben. Uns als Jäger zu vergleichen mit der IS ist eine bodenlose Unverschämtheit. Warum? Das weise ich entschieden zurück. Warum? Weil wir durch die Gesetzgebung hier in Deutschland und speziell in Hessen die Legitimation haben, weitgerecht auf die Jagd zu gehen. Und davon hält auch der lautstarke Protest die geladenen Gäste heute nicht ab. Marianna Schott von der Linkspartei war auch eingeladen, hat aber abgesagt. Zum Erfahrungsaustausch würden auch normale Gespräche reichen, findet sie, und kritisiert, dass Menschen ein Fest daraus machen, dass man es feiert, dass man es zelebriert, dass man dazu einlädt, dass man anschließend irgendwo in ein Restaurant fährt und essen geht. Die Veranstaltung ist auch dem Bund der Steuerzahler ein Dorn im Auge. Er kritisiert die Kosten von geschätzt 22.000 Euro für Jagd und anschließendes Abendessen im Schlosshotel Kronberg. Dort trifft dann auch Volker Bouffier seine Gäste. Von ihm gibt es heute kein Interview zum Thema. Aus der Staatskanzlei heißt es, die Gesellschaftsjagd sei eine hessische Tradition und wichtig zum Erfahrungsaustausch zwischen Jägern und Politik. Klingt nicht so, als habe die Veranstaltung heute zum letzten Mal stattgefunden. Ein Feuerwehrmann, der selbst Feuer legt. Dieses Klischee scheint sich in Einhausen zu erfüllen.